Jo Leute, was geht ab? Ranger Motorsports ist wieder am Start. Sommer ist drin. Ich bin fertig mit meinem Roller. Der Angelbox steht dort hinten. Ich habe ihn veröffentlicht. Es waren so viele positive Feedbacks da. Also krank, habe ich nicht mit gerechnet. Echt glücklich bin ich damit. Also, dass er nicht auch nur mir gefällt, sondern auch den meisten anderen. Richtig geil. Jetzt habe ich aber ein Problem. Das Problem ist, dass ihr mich so gut supportet, dass der 5% Rabattcode bei ScooterTech immer noch so reinscheppert, dass ich so viel Geld übrig habe, dass ich mir einen neuen Motorblock zusammenbauen kann, beziehungsweise dass ich damit erstmal anfange. Ich habe das Geld nicht komplett, aber es kommt ja jeden Monat ein bisschen was rein und dadurch sammelt sich das irgendwann an und dann muss das Geld ja auch ausgegeben werden. So, jetzt seht ihr auf dem Tisch schon einen neuen Motorblock, ein Malossi RC1 Gehäuse, also nicht das C1, sondern das RC1 Gehäuse. Das heißt auf Deutsch, wir fahren noch mehr Leistung und wir schauen mal, wo das Ganze hingeht. Wir können uns das jetzt erstmal genauer angucken. So, wie ich schon sagte, Malossi RC1 Gehäuse mit Aufnahme für Minarelli, weil das ist ja an sich eigentlich ein Piaggio-Block, der halt leistungsoptimiert wurde schon, also vom ganzen Aufbau her und halt mit den Aufnahmen für Minarelli, weil ich ja Aerox habe. Mit dabei sind noch ganz viele Kleinigkeiten, beziehungsweise sogar noch einmal die Lager für die Kurbelwelle sind mit dabei. Dann haben sie noch eine Abdeckung für ihre Zündung und all möglichen Schnickschnack. Also der Motor ist also schon gut bestückt, sage ich mal. So, was brauchen wir noch für einen Motorblock? Wir brauchen noch einen Variomatic-Deckel. Den habe ich auch schon. Also ich habe schon gut vorgesorgt. Bei meinen anderen werde ich nicht fahren können, leider, der so geil aussieht. Deswegen ist auch die Frage, ob ich den nachher auf den Angelbox haue oder ob ich mir was Neues aufbaue. Oder werden wir gleich zu kommen. Ja, auch nochmal extra gelagert hier. Sieht auch schnieke aus. Das heißt, das ist schon mal an sich vom Motorblock ist schon fast alles da, bis auf Getriebe. So, was braucht man noch? Variomatic. Natürlich wieder Stage 6 RT Oversize Vario, wie ich schon in meinem Angelbox habe, plus Oversize Wandler, also wieder als Kit. Habe ich leider erst falsch bestellt, weil es ist immer ein bisschen schwierig, das für Piaggio und Gilera und so zu kriegen. Ich habe den aus Versehen für kurz bestellt, also für Piaggio kurz, vom Motorblock. Es gibt den ja in lang und kurz und dann musste ich einfach neu im Keilriemen dazu bestellen, weil es auch nicht das Ding. So, was haben wir noch? Klatschbell, Stage 6 und natürlich standardgemäß wieder eine Torch Control. Das heißt, antriebmäßig sind wir schon mal gut dabei. Fehlt jetzt halt nur noch das Getriebe. So, aber was fehlt noch? Man muss ja auch die Leistung, die wir nachher fahren werden, die muss ja auch ein bisschen auf den Boden kommen. Und mit einem normalen Reifen ist das ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Da habe ich schon mal vorgesorgt. Ich habe was Neues bestellt. Von Michelin. 140, 60, 13. Das heißt, ich sag mal Oversize. Der hat Überbreite. Aber der passt ja nicht auf eine Felge, auf eine Standardfelge von Aerox. Was machen wir? Wir holen uns einfach eine andere Felge. Das ist dieses Schmuckstück. Und das packen wir jetzt mal aus. Das ist nämlich eine Kiesler-Felge. Also eine Breitbaufelge ist es an sich. Mega geil verpackt. Geiles Teil. Das sieht doch schier aus, oder? Damit sollte einiges gehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich vor? Auf Instagram habe ich schon mal angekündigt. Ich habe jetzt ja mit meinem Motor auf dem Angelbox 22,2 PS erreicht, was Wahnsinn war. Also ich
ich wäre mit 19 oder 20 schon sehr zufrieden gewesen. Und das heißt, an dem Motorblock werde ich gar nichts mehr machen. Der ist an sich fertig. Ich bin super zufrieden. Das alles, was ich jetzt mache, ist nur ein Bonus, weil ich bei ScooterTech jetzt noch Guthaben habe und ich möchte das dann nicht verkommen lassen. Ich könnte natürlich jetzt auch noch mal bessere Teile für den Engine Box holen, wie zum Beispiel das RT-Federbein, was 500 Euro kostet. Weil ich habe jetzt ja nur das Replika drauf. Also nur. Aber ich dachte mir, das sollte jetzt erstmal für den Umbau reichen vom Angel Rocks. Und wir schauen jetzt mal, wie weit wir damit kommen. Also ihr müsst mich unterstützen. Dieses Projekt funktioniert nur, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr bei Scooter Attack mit meinem Rabattcode YNJ die 5% spart. Und diese 5% gehen dann unter anderem an mich. Und dadurch kann ich mir die ganzen Teile besorgen, wie ich es bis jetzt auch gemacht habe. Also da steckt jetzt kein Geld bis jetzt von mir drin. Das kommt nur von eurer Unterstützung, wofür ich sehr dankbar bin. Also seid ihr ab jetzt gefragt. Je mehr ihr bestellt, umso mehr kann ich bestellen, beziehungsweise aktuell habe ich auch noch ein bisschen was drauf. Ich kann es aber nicht ausgeben, weil aktuell zum Beispiel die Zündung noch fehlt. Die ist noch nicht lieferbar und anderen Schnickschnack. Aber für den Zylinder, für das Kit, was hier drauf kommen wird, da müssen wir richtig reinscheppern, Jungs. Also der Support muss da sein, sonst wird das ein bisschen schwierig. Sonst werde ich wahrscheinlich nachher doch noch mal selber zulangen müssen. Mal schauen. Das wird sozusagen ein Community-Projekt, also durch eure Unterstützung wird das dann laufen. Auf jeden Fall, wenn wir zum Zylinder kommen, ich habe einen Plan A und einen Plan B für den Zylinder. Plan A wäre, solange der Rabattcode läuft wie Sau, vielleicht ScooterTech sogar noch was mit beisteuert, das weiß ich noch nicht, aber das wäre natürlich extrem geil. Würde ich mal sagen, tendieren wir mal die Richtung 100 Kubik an. Weil Stage 6 hat ja einen neuen Zylinder rausgebracht, den 100 FL. Der sieht ziemlich nice aus. Ist zwar leider auch gerade ausverkauft, aber er wird wahrscheinlich bald wieder reinkommen. Und das ist ein Kit von Kurbelwelle, Auspuff und Zylinder. Kostet aber auch, glaube ich, knappe 1500 Euro, das Kit. Also da sind wir noch weit von weg. Den würde ich da als erstes drauf bauen. Das wäre Plan A. Plan B wäre, falls das Geld doch nicht so reinkommen sollte, müsste ich gucken, ob man da ein 70er RT drauf macht oder vielleicht auch was anderes. Aber ich sag mal 70 RT, dann hast du 25, 26 PS, wenn man den noch bearbeitet, wenn das gut läuft. Ja, dann habe ich 4 PS mehr, als ich jetzt schon habe und dafür muss ich nicht so einen riesen Umbau machen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig, finde ich. Also da muss man schon Richtung 35 bis 40 PS gehen, damit sich das richtig lohnt. Dann ist bloß die Frage, was machen wir mit dem Schätzchen da hinten? Sie ist ja eigentlich fertig. Und ich wollte da ungern jetzt wieder einen Motorswap machen. Ich meine, ich habe natürlich da alles von. Ich müsste nur einmal Motor raus, neuen Motor rein, dann wird das Ding schon wieder fahrfertig sein. Vielleicht müsste ich noch einen Torsen einbauen. Also eine Torsenschwinge rechts. Und dann sollte das soweit erstmal funktionieren. Jetzt bloß die Frage, will ich den Motor jetzt noch umbauen? Weil mit dem Vario-Deckel sieht das alles ziemlich nice aus. Das wäre natürlich auch wieder eine optische Veränderung. Ich finde, so ist sie aktuell perfekt. Ist jetzt die Frage, werde ich jetzt auf diesem Roller wieder aufbauen oder werde ich mir einen neuen aufbauen? Das Problem ist, wenn ich mir jetzt einen neuen Roller zulege, dann muss ich von Grund auf neu anfangen und dann werden da wieder tausende Euros reinfließen, bis das Ding fahrfertig wieder dasteht. Das Geld weiß ich nicht, ob das so reinkommen wird. Da müsst ihr da wirklich alles geben. Weil ich, wie gesagt, das Geld jetzt aktuell nur noch durch den Rabattcode und sowas und durch YouTube hier wird jetzt alles hier reingeschallert. Und von meiner Seite aus werde ich jetzt erstmal aktuell nichts mehr investieren, weil ich mit meinem Projekt fertig bin und das nächste Projekt wäre dann wirklich halt was, was durch euch komplett finanziert wird. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt läuft. Ich werde jetzt erstmal die nächsten Monate noch weiter ansparen hier und werde immer mal was Neues dazu holen. Was jetzt halt noch fehlt, ist, wie gesagt, das komplette Zylinderkit. Das sind knappe 1500 Euro. Dann müssen wir von der Vario-Seite aus hier noch Getriebe holen. Das kostet auch noch mal ein paar hundert Euro. Getriebedeckel brauche ich auch noch. Je nachdem, was wir neu aufbauen wollen, müssen wir noch ein neues Federbein haben. Dann müssen wir Ansaugsystem noch komplett haben. Wir müssen Vergaser auf den 30er gehen, der kostet auch 250 Euro. Dann müssen wir noch Viton-Membrane haben. Was brauchen wir noch? Zündung auf der anderen Seite.
Zündung müssten wir auch eine haben. Die kostet auch 400 Euro, wenn ich mir die komplett hole. Wenn ich die auf den Angelrock jetzt machen würde, dann müsste ich nur den Stator und den Rotor holen. Da wird das, glaube ich, 200 Euro kosten. Weil den Rest könnte ich ja vom Roller so behalten, weil das wäre eine Stage 6 RT Innenrotorzündung. Und somit müsste eigentlich die Zündspule und sowas, das müsste alles gleich bleiben, von meinem Wissen her. Da müssen wir nur Rotor und Stator holen. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Ich wollte den Angelrock eigentlich erstmal so lassen. Aber wenn das Geld nicht reichen sollte und der Motor ist nachher fertig, dann muss man halt gucken, ob man dann entweder was ganz Wildes zusammenbaut oder man haut den Angelrock halt wirklich wieder auseinander und haut dann den Motor da rein. Das muss ich dann schauen. Je nachdem, wie es dann läuft. Ja, dann wäre Ansaugbereich auch fertig. Dann müsste man noch schauen, falls wirklich ein neuer Roller kommen sollte, müsste noch eine neue Subframe rein. Ja, das läppert sich dann halt. Ne? Da müsste man noch gucken, man müsste alles neu machen. Man müsste wieder mit Kühlung neu alles ein bisschen rumspielen. Man müsste eine Wasserpumpe wieder haben. Also das wird ziemlich viel werden. Da müsste ich noch einen MK2-Montageständer wieder haben. Und verkleidungsmäßig müsste ich dann auch gucken. Das ist dann alles wieder ein Riesenumbau. Und dann weiß ich nicht. Schwierig aktuell, aber das sind ja Luxusprobleme, sage ich mal. Wir schauen mal, wie es läuft. Erstmal Plan A ist, Motor aufzubauen mit einem 100 Kubikzylinder, den dann erstmal auf den Prüfstand jagen. Ich habe jetzt ja die Sachen hier mit der Felge und dem Reifen. Das ist ja soweit vorhanden. Man könnte dann erstmal versuchen, dass man den Motor aufbaut, den dann abstimmt, dass man da irgendwie 35 PS oder so in die Richtung kommt. So 35 hört sich schon mächtig an. Man muss jetzt nicht unbedingt hier wieder alles rausquetschen, weil der soll dann auch ein bisschen länger halten. Aber mal gucken, vielleicht lassen wir den Zylinder dann auch porten. Vielleicht überredet Robert mich dann auch schon wieder, dass wir in Richtung 40 PS gehen. Ich weiß nicht. Mal schauen, wie das so läuft. Ich habe auf jeden Fall Bock. Mal schauen, wie weit die Reise geht. Ich bin sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall Support da. Das ist ganz wichtig, weil ohne Support läuft hier gar nichts mehr. Weil, wie gesagt, ich muss es jetzt nicht mehr machen. Ich mache es jetzt nur noch, weil das Geld aktuell da ist. Und vielleicht kommt da auch die Motivation dann wieder. Und dann vielleicht steuere ich dann den Rest selber bei. Aber wie gesagt, der Motor wird alleine dann nachher schon Richtung 3.000 bis 4.000 Euro gehen. Und das ist eine Menge Geld. Ja. Aber wir werden mal schauen. In den nächsten Videos schauen wir mal, dass ich mit dem Angelrock mal wieder in Bewegung komme, dass wir mal ein paar Fahrvideos machen. Vielleicht nochmal auch ein Walkaround, dass man nochmal detaillierter an alles eingehen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Lasst Support da. Kuss geht an euch raus und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer.